Hallo liebe Maren, hallo an alle Zuschauer. Wir treffen uns heute hier, weil wir ein ganz tolles Projekt vorstellen wollen von Maren und auch ein kleines bisschen die DDHM. Und zwar ist das eine ganz große bundesweite Selbsthilfeorganisation. Das ist die Deutsche Diabeteshilfe, Menschen mit Diabetes, DDHM kurz gesagt. Außerdem ist unsere ganz große Mission wirklich eine Verbesserung der Lebensumstände von Menschen mit Diabetes und aber auch deren Angehörige und liebsten Menschen und so weiter. Mein Name ist Anna Stockheim. Ich arbeite in der Bundesgeschäftsstelle der DDHM für die Projektmanagementarbeit, genauso wie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und habe die liebe Maren heute eingeladen. Wir haben uns kennengelernt in diesem Jahr über ihr wundervolles Projekt. Und zwar ihr Buch Rock Around the Clock. Und da würde ich dich jetzt bitten, dich selbst einfach kurz vorzustellen, weil du weißt einfach am besten, was du mit uns teilen möchtest. Ja, hallo, mein Name ist Maren Stürni. Ich bin wunderbar erkältet heute, aber ich schaffe das trotzdem. Und ich habe dieses Buch geschrieben, das einige von euch sicherlich auch schon kennen, Rock Around the Clock mit Diabetes Typ 1, weil ich selbst seit 2019 Diabetesmutter bin von einer Tochter, die war 6 Jahre, als sie diagnostiziert worden ist und ist jetzt 9. Und ich habe quasi in dem Buch selbst verarbeitet, habe aber auch versucht, Tipps zu geben, an die Hand zu nehmen, zu trösten und Diabetesfamilien, die selbst gerade eine frische Diagnose haben, ein bisschen besser und schneller in den Alltag zu helfen. Und aus dem Buch möchte ich heute aus einem Kapitel mit der Anna zusammen ein bisschen was vorlesen und wir wollen darüber sprechen. Genau, ich danke dir, liebe Maren. Und zwar haben wir uns das Kapitel Großeltern, Babysitter, Geschwister und Patchwork ausgesucht. Das ist ganz spannend, weil über das allgemeine Diabetesmanagement, da hört man viel Pumpe hier, Pen da, alles Mögliche wird ganz viel besprochen. Aber wie ist es denn, wenn man auch diese Kontrolle darüber vielleicht mal abgibt, um einfach selber Freizeit zu haben, mal durchzuatmen? Und da frage ich mich, Maren, wie ist das denn bei euch in der Familie? Wie oft schläft Noni vielleicht bei ihrem Papa oder wann übernimmt der Bonuspapa mal? Die Großeltern, vielleicht natürlich auch die große Schwester. Vielleicht erzählt es uns da kurz was. Ja, als wir die Diagnose bekamen, kam ja dann direkt auch Corona hinterher. Das heißt, da hatten wir also kein Problem mit der Fremdbetreuung, weil wir ja nie weggegangen sind im Großen und Ganzen. Da konnten wir uns also erstmal an die ganze Situation gewöhnen. Und heute ist es schon so, dass wir sehr gerne auch weggehen, mein Mann und ich mal zum Essen oder auf ein Konzert oder ins Kino. Und die Schwestern sind jetzt schon relativ groß. Also die große Schwester ist 17 und die jüngere oder die mittlere Schwester ist 15. Und die beiden passen schon auch mal auf, wenn wir weg sind. Sie schläft auch wieder bei Freundinnen inzwischen, weil ich zwei Mamas gefunden habe, die sich bereit erklärt haben, das Diabetesmanagement auch nachts zu übernehmen. Und das Einzige, was nicht so funktioniert bei uns, sind die Großeltern, weil die sehr weit weg sind. Und auch zum Teil das von der Komplexität her nicht mehr so wirklich verstehen. Also das kriegen wir nicht hin. Aber die anderen Teile, also wir gehen weg oder die Noni schläft mal wieder bei einer Freundin, das funktioniert. Und da wir im Patchwork leben, funktioniert auch regelmäßig die Geschichte mit, ich habe mein ganzes Wochenende frei und sie ist bei Papa. Und dann gucken Papa und ich, dass wir das gemeinsam managen und ich das so ein bisschen fernmanage mit ihm zusammen. Kannst du dich noch an das erste Mal oder die erste Nacht vielleicht auch erinnern, wo Noni nicht im gleichen Haus mit dir war oder in der gleichen Unterkunft, wo du sozusagen wirklich ein Stück weit bis auf die Follower-App vielleicht loslassen musstest oder wolltest? Ja, das kam eigentlich schon ganz früh, weil sie hat die Diagnose ganz kurz vor den Sommerferien bekommen. Und in den Sommerferien haben wir die Regelung, dass sie oder dass die drei Schwestern ein Teil bei Papa sind und ein Teil bei mir. Und die Papazeit war ganz am Anfang. Insofern ist sie eigentlich sofort aus dem Krankenhaus nach ein paar Tagen direkt in die Papabetreuung gegangen. Das war aber noch bevor wir einen Sensor hatten und bevor wir eine Pumpe hatten. Das war noch, also da wussten wir eh noch überhaupt nichts zum Thema Diabetes. Und da war ich vielleicht gar nicht so besorgt, weil ich selber noch nicht so viel Ahnung hatte. Und dann hat sich das Ganze eingependelt. Dann haben wir im September, also als die Schule losging, die Pumpe bekommen und im November dann den Sensor, den Dexcom. Und danach ging das eigentlich so erst richtig los, weil dann verstand man schon selbst so ein bisschen von dem Ganzen und hat durch die Sensorwerte auch die Transparenz gehabt. Und dann fand ich
ging das eigentlich erst los, dass man sich auch so Sorgen gemacht hat und Gedanken, weil man ja da die ganze Zeit auch schauen konnte. Insofern ist die Technik, glaube ich, schon super, um die Time in Range, also die Zeit im Zielbereich, zu erhöhen. Aber gleichzeitig durch diese Transparenz machen sich die Eltern oder die Bezugspersonen aus meiner Sicht vielleicht auch ein bisschen mehr Sorgen, als wenn sie diese Transparenz gar nicht haben. Und dann weiß ich gar nicht, dann war sie natürlich bei Papa das erste Mal und das war schon bestimmt aufregend. Und wir haben dann angefangen, eine gemeinsame Notiz zu haben. Wir sind alle die iPhone-User und haben uns dann im Prinzip durch die gemeinsame Notiz ausgetauscht. Und Papa hat reingeschrieben, was sie essen und was er spritzt und wie er das managt. Und ich habe dann Tipps gegeben, wenn er nicht mehr klarkam oder wenn er gesagt hat, Mensch, wie würdest du das machen? Dann haben wir das im Prinzip durch die Notiz ausgetauscht. Und über diese Notiz war es uns dann möglich, auch asynchron drauf einzugehen. Also man musste nicht immer genau zu der Minute, dann hat man telefoniert, wenn irgendwas ganz dringend war. Aber wenn es eben einfach nur so ein genereller Tipp war oder guck mal, ich habe das gemacht, wie findest du das? Dann konnte man das, wann man selber auch Zeit hatte, dann einfach auch in der Notiz antworten. Und das hat für uns ganz gut funktioniert und funktioniert auch heute noch gut. Danke für das Teilen deiner Erfahrung. Da würde ich dich doch bitten, direkt vielleicht mal einen Ausschnitt vorzulesen. Gerne. Kapitel. Ja. Also ich lese gerne mal den Anfang des Kapitels vor. Ich habe mein Buch hier vor mir. Ich versuche das jetzt mal. Es ist das erste Mal, dass ich eine virtuelle Lesung halte. Und guck mal, dass ich über mein Mikrofon rüber gucken kann auf meinen Text. Und ich habe mich entschieden, auch das Gendern jetzt wegzulassen. Im Buch ist das alles ganz korrekt. Also, Großeltern, Babysitter, Geschwister und Patchwork. Auch abends und nachts. Wenn sich die Großeltern, Geschwister oder ein Babysitter bei uns zu Hause tagsüber oder abends kümmern, hat sich Folgendes bewährt. Der schwierigste Satz, gerade für frisch diagnostizierte Familien mit kleinen Kindern zuerst. Die Verantwortung liegt immer, also 24/7, bei einem von uns Erziehungsberechtigten. Es gibt keine Ausnahme. Wir instruieren, beobachten, coachen, intervenieren telefonisch oder physisch, wenn es nicht anders geht. Wir sind uns stets bewusst, dass es sein kann, dass wir persönlich gebraucht werden und sind vom Herzen her bereit, das, was wir gerade tun, dafür abzubrechen. Umso mehr genießen wir jede Stunde, die uns wirklich durch die Fremdbetreuung geschenkt wird. Der wichtigste Satz zur Entlastung der emsigen Helfer: Es geht um die Sache. Falls etwas anders läuft als geplant, gibt es keine Schuld, keine Verurteilung, keine Belehrung. Bitte seid einfach ehrlich, wenn euch ein mutmaßlicher Fehler unterläuft oder etwas passiert, das nicht abgesprochen war. Das ist kein Beinbruch und passiert uns auch quasi jeden Tag, vielleicht sogar mehrfach. Vertuschen hilft nicht, denn dann passen die Werte nicht und wir grübeln uns tot, weshalb. Der Aha-Effekt, wenn man der Ursache für unerwartete oder scheinbar nicht erklärbare Zuckerwerte auf die Schliche kommt, ist immer wieder grandios und unglaublich erleichternd. Wir alle wollen das Beste für die Gesundheit unserer tapferen Diabeteskinder. Wir alle handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Jeder Wert ist ein guter Wert. Und wir brauchen absolute Transparenz, um hier gemeinsam im Team das Beste zu geben. Falls die Oma also doch 3 Kekse zu viel aus der Keksdose genommen hat, weil die Kinderaugen so groß waren, einfach sagen. Sonst rätseln wir Verantwortlichen womöglich noch den ganzen Abend, die ganze Nacht und den ganzen Folgetag darüber, was wir hier wohl falsch eingestellt haben könnten. Ich habe auch schon x-mal etwas objektiv falsch gemacht oder mich nicht an selbstgesetzte Regeln gehalten, weil mir halt gerade einfach in dem Moment überhaupt nicht danach war. Schwamm drüber. In der gnadenlosen Ehrlichkeit, auch sich selbst gegenüber, entgegen aller Versuchung des Egos, zeigt sich die Größe und Verantwortung im Umgang mit dem Diabetes. Nicht darin, es bestmöglich und mit viel Energie unter den Tisch zu kehren und Ausreden zu suchen. Ja, das war mal so der erste Teil. Weil ich doch festgestellt habe, dass man hat viel mit dem Ego zu tun. Also sich selbst gegenüber, dass man denkt so, na, ich will mir das eigentlich gar nicht eingestehen, dass ich jetzt gerade selber was falsch gemacht habe. Und dann natürlich auch anderen gegenüber, ne? Wenn sie dann zu hoch ist oder in den Unterzucker rutscht und man dann sagt, Mensch, warum hast du das nicht richtig gemacht? Warum habt ihr nicht früh genug was Zucker gegeben? Und diese Ego-Talks, nenne ich sie immer, die helfen keinem weiter beim Diabetesmanagement, weil letztlich geht es um die Gesundheit vom Kind. Und wenn man es schafft, die Gesundheit vom Kind nach ganz oben zu stellen und das eigene Ego wegzulassen, dann ist man so viel besser im Team für das Kind. Ich danke dir, liebe Maren.
Wie war es denn oder wie ist es denn für dich, wenn du doch mal siehst, dass vielleicht auch bei der Übernachtungsfeier du oder Übernachtung einfach generell, du siehst, ach Mensch, da ist abends doch noch mal irgendwie ein Hoch gewesen oder ein Tief. Und hast du dann immer Follow-up an oder guckst du erst am nächsten Tag vielleicht mal rein? Wie regelst du das für dich? Es kommt, glaube ich, darauf an, wo sie ist. Wenn sie bei Papa ist, dann schalte ich wirklich manchmal auch ab und gucke erst ganz spät, weil ich dann immer denke, wenn irgendwas ganz Schlimmes ist, wird er mich anrufen. Wenn sie bei einer Freundin ist oder auch wenn sich mein Mann, also Bonuspapa, kümmert, dann sind wir eigentlich relativ schnell dabei, auch zusammen im Team zu schauen, wie können wir das bestmöglich insgesamt handeln, also dass sie gar nicht erst wegrutscht, also dass sie nicht in Unterzucker rutscht oder auch gar nicht erst so hoch kommt, weil es dann immer so anstrengend ist, das wieder in die andere Richtung zu kriegen. Ne? Dann hat man, wenn man im Unterzucker ist, dann hat man diese Jojo-Gefahr und wenn man zu hoch ist, dann kriegt man sie stundenlang nicht wieder runter. Das heißt, dann ist es eigentlich eher so, dass wir schauen, dass wir frühzeitig, dann habe ich die Alarme sehr scharf gesetzt und also auf 100 nach unten und auf 180 0 Minuten nach oben, dass ich im Prinzip sofort sehe, was passiert, weil es mir dann lieber ist, wir gehen das gleich an und haben dann nach hinten raus die Entspannung, als ich lasse es laufen und muss nach hinten raus alles retten und es dauert dann im Zweifel die ganze Nacht. Und wenn Papa das macht, weiß ich, im Prinzip macht er das gut. Und handelt das auch, da schreite ich dann wirklich nur ein, wenn ich irgendwie so viele, also ich habe die Alarme dann so ganz, also 180, 4 Stunden und 65, 20 Minuten. Und nur wenn das dann wirklich anschlägt und ich denke, oh Gott, was ist denn da los, dann gehe ich da auch rein und frage ihn auch im Zweifel, ob ich ihm helfen kann. Und wie sprichst du das dann an? Rufst du an und sagst, hey, Noni, geht's nicht gut? Oder habt ihr eine Regelung vielleicht, dass eine WhatsApp reicht oder eine andere Messenger-Nachricht? Ja, also in der Regel, wenn sie bei Freunden ist und bei meinem Mann, dann telefonieren wir sofort. Und mit Papa ist es so, dass ich erstmal versuche, über WhatsApp zu kommunizieren oder in die Notiz, die wir immer haben, reinzuschreiben. Wenn da dann nichts passiert und ich das Gefühl habe, es ist doch irgendwie dringend, dann versuche ich, die Noni selbst anzurufen. Also jetzt nicht mitten in der Nacht, aber tagsüber kann ja auch mal was sein. Oder die Schwestern anzurufen. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann versuche ich schon auch Papa anzurufen und da irgendwie durchzukommen. Aber es ist nicht immer einfach, weil die natürlich auch ihren eigenen Rhythmus haben und auch nicht immer erreichbar sind, müssen sie auch nicht. Und ich versuche dann aber eben schon relativ, wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwas gar nicht in Ordnung, dann versuche ich schon relativ hartnäckig auch da durchzukommen. Das ist bei Patchwork, das werden wahrscheinlich jetzt viele nachvollziehen, dann immer so ein bisschen kritisch, weil man sich ja dann so einmischt. Und deshalb versuche ich das auch wirklich zu vermeiden und das einfach mit einer netten WhatsApp oder einer netten Notiz dann auch zu machen. Und oft geht das dann auch. Aber manchmal, wenn es wirklich einfach um die Gesundheit geht und man jetzt das Gefühl hat, buh, da geht was ganz schief. Es geht ja gar nicht so darum, dann zu sagen, hey, du hast was falsch gemacht, sondern es geht darum zu sagen, wie kann ich dir helfen, dass das schnell gut wird? Kann ich dir helfen? Hast du das im Griff? Brauchst du einen Rat? Weil ich ja nun doch mehr an ihr dran bin als Papa. Und dann manchmal kommt dann zurück, ja, hey, ich habe jetzt das und das gemacht und weiß nicht mehr weiter. Wie würdest du das jetzt machen? Und manchmal kommt, hey, nee, haben wir im Griff, wir haben schon das und das und das gemacht und dann ist das Telefonat auch ganz schnell wieder vorbei. Aber man versucht schon, also wir versuchen alle das Beste und auch Papa versucht das Beste. Ich finde es nur immer wichtig, dass man im Hinterkopf behält, dass ich ja eigentlich diejenige bin, die sich am besten auskennt und dass man dann auch in dieser Perfektion, die man ja selber hat und sich selbst gegenüber auch immer hat, dass man da auch Abstriche macht und sagt, nee, sie hat jetzt eine Papa-Zeit, sie hat eine schöne Zeit. Das müssen jetzt keine perfekten Werte sein. Natürlich muss man eben gucken, dass medizinisch nichts schief geht, aber oft ist ja ein Kind, was jetzt mal ein bisschen zu hoch ist, auch mal 3, 4 Stunden lang ein bisschen zu hoch ist oder so an der 70 rumknapselt, ist ja auch nicht in Lebensgefahr. Ne? Also dass man da einfach ein bisschen den Schieberegler Richtung Entspannung dann auch dreht und sagt, nein, es wichtig ist, dass sie bei Papa ist, dass sie eine schöne Zeit hat, dass die das schon hinkriegen, sie kriegen es hin und dass man selber in der Zeit vielleicht auch wirklich mal abschaltet. Und deshalb versuche ich halt diese Alarme, also wirklich, manchmal mache ich sie auch ganz aus, dann denke ich so,
auf Deutsch gesagt, jetzt ist mir das alles auch mal gerade egal, ich brauche einfach mal Zeit für mich. Oder ich setze die Alarme eben so, dass ich wirklich erst nach 4 Stunden eine Info kriege, dass sie zu hoch ist, oder eben bei über 20 Minuten, bei 65, dass ich einfach auch nicht so schnell alarmiert bin. Und das, was ich mache von beiden, das hängt auch so ein bisschen davon ab, was ich gerade auf meinem eigenen Zettel habe, was ich machen möchte. Wenn ich halt 3 Stunden im Wald spazieren gehe und sage, ich möchte jetzt mal nicht gestört werden, dann schalte ich das auch mal ganz ab und versuche mich wirklich dann um mich selber zu kümmern, denn für meine Tochter ist es natürlich auch wichtig, wenn sie wiederkommt, dass ich dann auch wieder voll einsatzbereit bin. Und das kann ich nicht, wenn ich immer nur für diese Werte funktioniere. Apropos schöne Zeit, das ist ja einerseits wichtig für dich und aber auch, ja, wie du sagst, für deine Tochter. Sprecht ihr denn sowas wie mal naschen oder ein Pizzaabend oder sowas? Sprecht ihr das vorher ab mit der betreuenden Person? Wenn sie bei Papa ist, macht sie da, was sie will, und die essen auch, was sie wollen. Das ist komplettes Papa-Management. Ich versuche nur rauszufinden, wenn sie sonntags zurückkommt, was sie am Mittag noch gegessen hat oder am Nachmittag. Also wenn die da jetzt noch Waffeln und Eis essen waren, dann weiß ich das ganz gerne, weil ich dann ja wahrscheinlich so einen FPE-Effekt ausgleichen muss. Und das ist besser, ich weiß, was sie gegessen hat. Das funktioniert aber auch ganz gut. Und wenn sie bei Freunden ist oder auch bei meinem Mann und ich nicht da bin, dann versuchen wir schon, das Essen drumherum einfach zu halten. Also dann kommt es nicht so drauf an, dass sie an dem Abend eine Essensparty macht mit Pizza, Pommes, Popcorn und Co., sondern dann sagen wir immer, es ist wichtig und es ist schön, dass ihr übernachten könnt. Aber es ist vielleicht für das Übernachten, damit das funktioniert, nicht ganz so wichtig, dass ihr euch jetzt hier die Pizza im Quadrat reinschiebt. Und dann gucken wir schon, dass das Essen managebar ist für die betreuenden Personen, also gerade die fremdbetreuenden Eltern. Ich möchte sie ja auch nicht verschrecken mit dem Diabetes-Management. Und ich sage dann, Mensch, könnt ihr einfach ein normales Armbrot machen und dann vielleicht ein leckeres Obst hinterher, und dafür können die Kinder eben zusammen übernachten. Und meistens ist denen das dann auch ganz recht, weil sie wollen ja auch nicht die ganze Nacht auf sein. Also diese Hardcore-FPE-Sachen versuche ich dann so ein bisschen vom Speiseplan runterzunehmen. Ja. Danke dir für den Tipp. Und würde ich bitten, vielleicht hast du ja Lust, noch ein kleines Stückchen vorzulesen. Ja. Ich habe hier noch so eine Passage. Genau, ich lese einfach mal. Unsere Erfahrung generell mit Fremdbetreuung. Die gefühlte Last im Vorfeld ist erfahrungsgemäß entweder erst einmal riesengroß oder klitzeklein. Riesengroß. Oh Gott, und wenn was schief geht und wenn ich das falsch mache und wenn ich das nicht hinbekomme, ich schaffe das nicht. Hier gehen wir so vor, dass wir erst einmal gemeinsam agieren und so lange Händchen halten, wie es notwendig ist. Dadurch löst sich oft schon viel oh Gott in Wohlgefallen auf. Die Schreckgespenster verflüchtigen sich und wir gehen schrittweise vor in der Abgabe von temporärer Diabetesverantwortung. Mit der steigenden Routine und Vertrautheit kommt dann auch die Zuversicht und irgendwann löst sich die Hand von allein aus unserer und es blitzt ein selbstbewusstes "Das schaffe ich" in den Augen. Klitzeklein. Ach, das kriege ich schon hin. Mach dir mal keine Gedanken. Ich habe schon ganz andere Sachen gewuppt. Kinderspiel. Genießt ihr mal eure freie Zeit. Den Rest regle ich und ich habe nicht wirklich vor, mich bei euch zu melden. Hier ist Vorsicht angesagt. Bei mir führt das eher dazu, dass ich mich öfter melde und häufiger den Blutzucker checke. In der Regel fahren diese Betreuer irgendwann einmal so richtig gegen die Wand und sehen erst dann ein, dass sich der Diabetes nicht lapidar nebenher managen lässt. Ich denke hier viel in Worst-Case-Szenarien und wege für mich ab, wie viel Loslassen ich verantworten kann, bis der Diabetes zuschlägt. Und dann gilt es, Schadensbegrenzung zu betreiben. Habe ich dir ja gleich gesagt, hilft in dem Fall nicht mehr wirklich, sondern nur der Blick nach vorne. Das hätte mir auch passieren können. Und schwamm drüber. Die uns auf ihre ganz eigene Weise so wohlgesonnenen Betreuer hätten uns die Auszeit von Herzen gegönnt. Nächstes Mal wird es was, bestimmt. Ich danke dir, liebe Maren. Wie lange begleitest du die, ich sag mal, Fremdbetreuer denn im Vorhinein? Also es kommt drauf an. Wir haben eine Mutter, die hat selbst Diabetes Typ 2, also die hat so ein gewisses Grundverständnis, was Zucker angeht, erstmal schon mal. Da ist es natürlich einfacher.
da spricht man so eine gewisse Muttersprache schon. Und dann gibt's aber auch sehr besorgte Eltern oder auch die Babysitterin, die so unsere, ich sag mal, Ersatz-Omi ist. Die ist halt hier und nicht so weit weg wie die echte Omi und Opi. Und die sind dann schon so ein bisschen ängstlicher. Ich weiß, die Noni wollte mal mit ihr in den Zirkus gehen und hatte sie ganz viel Angst, hat gesagt, das schaffe ich nicht und oh Gott, und mit dem Spritzen. Und Noni war auch noch kleiner, konnte noch nicht so viel alleine machen, die war, glaube ich, 7. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kommst du erstmal zu uns 2-3 Stunden und ihr spielt einfach nur zusammen und du schaust mal, wie das so ist mit den Werten. Und dann hat sie sich da wohlgefühlt und dann haben wir quasi gesagt, okay, dann geht er mal auf den Spielplatz zusammen. Und auf dem Spielplatz haben wir dann auch so ein bisschen was Apfel dabei gehabt, dass sie das mit dem Spritzen sich schon mal angucken konnte. Und die Noni konnte ja schon auch so ein bisschen was machen. Also es war jetzt kein Kleinkind mehr, ne? Es ist dann auch hilfreich. Und als sie dann vom Spielplatz wieder kam, da ging sie dann auch runter im Wert. Und da hat die Dame auch gemerkt, wie schnell so ein Unterzucker kommen kann, wenn man sich einfach nur so ein bisschen bewegt. Und dann wurde sie natürlich wieder unsicher, aber hat gleichzeitig halt was gelernt gehabt und wusste dann auch, warum ich sage, immer so ein bisschen Puffer haben, besser über 140 und nicht drunter, wenn man losgeht, wenn man eine Aktivität plant. Und dadurch hatte sie dann wieder so ein Stück Sicherheit und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, und jetzt machen wir die Zirkusnummer. Und die war natürlich schon aufregend dann, weil das dann auch Popcorn gab und der musste abgewogen werden und wir haben telefoniert und da war natürlich auch viel Aufregung dabei und Bewegung. Und dann hat sie sich das aber zugetraut und wir haben das aber dann eben schrittweise gemacht, um sie nicht zu überfordern, denn sie will uns ja helfen. In der Regel wollen ja Menschen uns helfen, Freunde uns helfen, Familie uns helfen und man muss dann eben halt auch schauen, wie kriegt man das so hin, dass sich alle auch dabei wohlfühlen. Ich danke dir für den Tipp. Wir hatten im Gespräch schon mal festgestellt oder du hast mir gesagt, dass du recht emotional bist. Wie ist es denn dann für dich, wenn du natürlich weißt, jeder will eigentlich nur helfen und euch eine gute Zeit machen und dennoch kommt dein Kind vielleicht mit viel zu hohen Werten zurück? Wie schaffst du es dann, deine Emotionen so, ich sag mal, so zu regeln, dass es trotzdem noch dieser Aspekt, dass, okay, ihr wolltet mir eigentlich was Gutes dabei tun, im Vordergrund bleibt? Hast du da Techniken entwickelt oder kommt das trotzdem? Also es ist schon eine Lernkurve auch insgesamt. Und ich bin ja nicht nur anderen gegenüber so emotional, sondern ich ärgere mich ja dann auch wirklich maßlos über mich selbst, wenn es mir gerade nicht so gut gelingt. Oder wenn ich dann doch wieder denke, FBE-Wecker, nee, brauchst nicht, Pizza hast du im Griff. Und 3 Stunden später bin ich in die Arbeit vertieft oder telefoniere mit meinen Eltern oder whatever. Und übersehe dann diesen FPE-Effekt doch wieder, denke ich auch immer, oh Mensch, hättest du auch echt besser wissen können. Also ich glaube, das ist viel Lernkurve und insgesamt glaube ich wirklich, dass der Diabetes mich in gewisser Weise demütig gemacht hat. Man, er sitzt wirklich im Zweifel immer am längeren Hebel. Man kann ihn zwar ignorieren, aber das geht oft nicht lange gut und am besten fährt man, wenn man mit ihm im Team arbeitet. Und diese Demut führt eigentlich dann auch dazu, dass ich anderen gegenüber wirklich auch sehr nachsichtig bin, weil ich ja weiß, dass auch bei mir immer was schief geht. Und ich sag mal, wenn ich jetzt nicht nur 2 Stunden geschlafen habe und irgendeine Krankheit selber ausbrüte und einfach fertig bin, weil ich weiß nicht, was dann passiert ist. Also wenn ich im Prinzip auch, ich gucke halt, dass ich selber in meiner Mitte bin und da mache ich schon, also ich mache schon Yoga und ich versuche einfach wirklich diese 6 Stunden Schlaf zu kriegen. Also über die Nacht verteilt, manchmal noch ein bisschen morgens. Ich versuche auch früh morgens, dadurch, dass ich selbstständig bin, habe ich natürlich den Luxus auch nicht um 8 oder 9 schon im Büro funktionieren zu müssen und dass ich dann einfach nur 1 Stunde nachschlafe und wirklich schaue, dass ich mit 6 Stunden Schlaf in den Tag gehe, weil ich gemerkt habe, unter 6 Stunden bin ich mir nicht sicher, dass ich diese Kontenance immer habe und diese Mitte immer habe. Und wenn ich dann aber diese 6 Stunden habe und im Zweifel das auch noch geschafft habe, 1/2 Stunde vielleicht Yoga zu machen, dann habe ich, glaube ich, auch die Ruhe und diese Demut, mir anzuschauen, was passiert bei dem anderen. Also zum Beispiel Schule, Mittagsbetreuung. Und wenn dann dieser Anruf kommt, oh Gott, es gibt was anderes zu essen, was muss ich jetzt machen? Dann, man sagt ja immer, einmal länger ausatmen als einatmen, so nachdenken,
Gehirn und Herz an die richtige Stelle rücken und zu sagen, hey, okay, was ist passiert? Oft sind die ja dann auch ganz aufgeregt und aufgelöst. Und dann zu sagen, wir bleiben mal ruhig, was ist passiert? Okay, es gibt Reis anstatt Pommes. Das kriegen wir hin. Der Reis hätte so und so viel gehabt, die Pommes, schon gucke ich kurz auf meine Liste, haben so und so viel. Sie spritzen jetzt einfach anstatt X Reis, Y Pommes und dann ist das in Ordnung. Oder wenn sie in der Schule mal ganz, ganz hoch geht und ich denke, oh Gott, was ist da jetzt? Und die Lehrerin sagt, oh, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Wir sind auch über das Smartphone verbunden. Dann sage ich, okay, wieder ausatmen. Ich komme vorbei. Ich setze mich jetzt ins Auto. Ich bin in 5 Minuten da. 5 Minuten sind kein Problem. Sie machen jetzt nochmal den Unterricht weiter. Ich klopfe an. Die Noni kommt raus. Wir setzen uns in die Garderobe und dann gucke ich meine Checkliste ab, ein Punkt nach dem anderen, was ist hier passiert? Hat sie vergessen, ein Essen zu spritzen? Funktioniert der Katheter nicht? Ist irgendwo Blut? Müssen wir was austauschen? Dann machen wir das Ganze in Ruhe. Ja, aber dieses, wenn dieser Schwall kommt von außen und man denkt, oh, Hilfe, was mache ich jetzt? Dann wirklich einmal zu sagen, nein, ich atme einmal durch und dann agiere ich. Und dadurch bekomme ich dann, glaube ich, auch meine eigene Emotionalität in den Griff. Weil es mir dann, und das habe ich im Buch, glaube ich, wirklich verarbeitet und auch verstanden, es geht um die Sache, es geht nicht um Schuld, es geht nicht ums Ego, es geht einfach nur um die Sache, wie können wir den Diabetes in dem Moment verstehen, was da passiert ist und im Prinzip so agieren, dass die Sache wieder ins Reine kommt. Und das gelingt durchaus nicht immer, aber ich sag mal, dann, wenn ich Schwierigkeiten habe, ist, wenn ich die Personen dann nicht erreiche, wenn ich nicht an die Lehrerin rankomme, wenn ich nicht an die Mittagsbetreuung rankomme, wenn ich nicht an die Freunde rankomme, wenn ich nicht an die Schwestern, an den Papa, an den Bonuspapa, wenn ich dann einfach da sitze und denke so, ah, ich muss jetzt mit euch reden. Also dann wird es für mich auch irgendwann schwierig, meine Kontenance zu bewahren. Aber wenn ich an die Leute rankomme, und deshalb sage ich auch immer vorher, ihr müsst wirklich auch echt erreichbar sein. Und dann kommt, ja, sind wir. Und dann probiere es und dann sind sie es nicht. Und dann sage ich hinterher, Leute, mit echt erreichbar meine ich wirklich erreichbar, also echt erreichbar. Also nicht nur auf dem Papier, sondern wenn ich anrufe, dann muss halt auch jemand rangehen. Und das ist meistens dann auch eine Lernkurve. Das geht ein-, zweimal schief und dann haben sie es verstanden. Und sobald ich an die Leute dann auch rankomme, die sie gerade betreuen, kann man das dann auch klären. Also mein größtes Problem ist oft, diese Kommunikationslücke, ich komme da nicht ran, also ich bin abgeschnitten und möchte eigentlich helfen, dann werde ich, glaube ich, ein bisschen unruhig. Und wenn ich dann rankomme, dann kann ich durchatmen und dann kann ich sagen, komm, was ist passiert? Lass uns überlegen, was wir machen. Und dann ist eben auf der anderen Seite wichtig, dass da auch eine Ehrlichkeit herrscht. Dann hilft es mir nicht, wenn die sagen, ach ja, sind ein bisschen im Garten rumgegangen und dann echt haben sie springend das Viertel umrundet oder sowas. Sondern dann ist es halt auch wichtig, dass rauskommt, okay, es war doch ein Eis, es waren doch 2 Kugeln, da war noch eine Laugenbrezel dazwischen und dazwischen wurde irgendwie im Wohnzimmer wild rumgetanzt. Also das ist auch so eine Sache, da kann ich natürlich durch eine Offenheit, die ich selber entgegenbringe, indem ich sage, hey, es ist nicht schlimm, ich will es einfach nur wissen. Wenn ich es weiß, können wir zusammen überlegen, was das Beste ist. Wenn ich nicht weiß, was los war, dann stochern wir zusammen im Dunkeln und ich kann nicht helfen. Und wenn das die Leute einmal verstanden haben und auch die Noni verstanden hat, denn zum Teil managt sie ja jetzt auch schon die Sachen alleine und ich dann auch reagiere so nach dem Motto, danke, dass du mir das gesagt hast und nicht, oh, hast alles falsch gemacht und ihr dürft doch kein Eis geben und das mit der Laugenbrezel, das war total schlecht und bewegen ist sowieso blöd, ihr wolltet doch eigentlich nur einen Film gucken, das geht doch alles nicht. Also es kommt auch auf meine Reaktion drauf an, wenn ich offen reagiere und ruhig reagiere und mich bedanke dafür, dass sie sich geöffnet haben und dass sie mir das ja auch eingestanden haben, denn oft ist es ja auch nicht so leicht zu sagen, wenn die Oma sagt, oh, die hat aber jetzt doch 4 Kekse mehr gegessen und hat das schlechte Gewissen, dann kann ich das schlechte Gewissen entweder verstärken oder eben zurücknehmen, indem ich sage, Mensch, toll, dass du das mit mir geteilt hast. Und durch diese Reaktion kriegt man dann oft auch die richtige Route, um das Ganze dann auch zusammen in den Griff zu kriegen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion fürs ganze Leben, auch abseits des Diabetes-Management für unsere Kinder. Aber apropos nochmal, ich sag mal, Schuld, die wir bestenfalls nicht zuweisen wollen. Hat es denn trotzdem
vielleicht schon mal Auswirkungen auf eine Partnerschaft gegeben? Sei es, also Partnerschaft kann ja in eine, oder nennen wir es Beziehung. Beziehungen bestehen ja letztendlich zwischen uns allen. Sei es der Bonuspapa, der Papa oder eine Mutter von einer Freundin. Gab es da schon mal vielleicht nach, ich sag mal, nach Fehlern auch mal Auswirkungen? Also das muss ja keine Trennung sein, aber irgendwie vielleicht doch mal, wenn das mit der Schuld nicht so leicht war, wegzustecken. Also ich sag mal, in der Patchwork-Situation ist es natürlich immer so ein bisschen heikel. Es kommt ja auch darauf an, wie man sich mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin versteht. Bei uns ist es jetzt so, dass wir uns ziemlich gut verstehen und auch ziemlich entspannt miteinander umgehen. Aber ich bekomme natürlich in WhatsApp-Gruppen und Foren auch mit, dass das durchaus schwierig ist, mit dem Ex-Partner umzugehen. Und ich glaube, dass da auch viel Schuld dann im Spiel ist und Schuldzuweisung. Und das ist auch alles irgendwie menschlich, denn man hat sich ja nicht umsonst getrennt. Und der Diabetes führt jetzt dazu, dass man sich eben doch noch miteinander arrangieren muss. Und je nachdem, wie ausgeglichen man vielleicht auch selbst gerade ist und der Partner oder der Ex-Partner, die Ex-Partnerin ist, desto schwerer ist es dann auch irgendwie, sich da wirklich zu disziplinieren und immer wieder zu denken, nein, komm, Ego weg, es geht um die Sache, es geht um die Gesundheit. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Und viele haben dann wirklich auch die Regel, habe ich jetzt so mitbekommen, dass sie sagen, okay, wenn sie bei Papa ist oder bei Mama, dann schalte ich wirklich ab. Also ich schalte die Follow-App, wenn es eine gibt, ab. Ich gucke nicht, ich lasse das sein, weil ich komme nicht mehr ran an die andere Person, die jetzt gerade betreut. Es gibt nur Ärger. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig. Also für mich wäre das auch so ganz schwierig. Aber wenn man sich so gar nicht verträgt, kann es auch sein, dass man das dann vielleicht auch ganz loslassen muss für die Zeit, um dann selber zu sagen, okay, nein, ich gucke in der Zeit, ich kann sowieso nicht wirklich viel machen. Oft besteht keine Lebensgefahr. Das ist, finde ich, immer ein wichtiger Satz. Oft besteht keine Lebensgefahr und innerhalb von 48 Stunden kann zwar alles Mögliche passieren, aber oft ist es dann, ich meine, wenn man mal überlegt, wie oft war unser Kind schon in Lebensgefahr? Also mein Kind, ich war einmal in der Notaufnahme jetzt, weil sie Magen-Darm hatte ganz schlimm und ich wirklich nicht mehr wusste, wie ich, also es ging noch nicht mal um eine Keto, es ging eher darum, dass sie nichts, keine Flüssigkeit zu sich genommen hat und sichtlich dehydriert ist. Da bin ich in die Notaufnahme gefahren. Aber das war eigentlich das einzige Mal in 3,5 Jahren, wo ich mir wirklich Sorgen gemacht habe. Und dann ist die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in diesen 48 Stunden oder an diesem Wochenende oder dieser Zeit, wo sie fremdbetreut ist, wirklich was Schlimmes passiert? Und kann man eventuell mit demjenigen, der betreut, absprechen, dass, wenn es wirklich kritisch ist, dass man dann so viel Kontenance hat oder so viel, also auch Verantwortungsgefühl, dass man dann vielleicht sich doch austauscht. Dass man also sagt, Mensch, ich komme jetzt wirklich nicht mehr klar, lass uns doch bitte ausmachen, wenn es ganz kritisch wird, dann telefonieren wir und dann bin ich erreichbar. Und in der übrigen Zeit dann eben denkt, das ist so wie wenn Kinder eine Woche auf Ferienreise gehen und man hört nichts und dann denkt man, oh Gott, ich höre gar nichts von meinem Kind. Aber dass man dann im Prinzip ausmacht, okay, man hört nichts, das ist ein gutes Zeichen. Und wenn doch irgendwas wirklich kritisch ist, dass man dann vielleicht sich in die Augen schauen kann, denn man war ja auch mal zusammen und gut miteinander und sagen kann, für das Wohl des Kindes, gucken wir uns jetzt in die Augen und machen aus, wenn ich nicht weiterkomme, wenn irgendwas wirklich schwierig ist, lassen wir das Ego beiseite, lassen wir die Schuld beiseite und dann kommunizieren wir miteinander. Vielleicht ist das eine Lösung, wie alle im Prinzip auch dann relativ ruhig bleiben können in der Situation. Also die, die abgeben und die, die übernehmen ja auch. Aber insofern war es bei uns, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, eigentlich, ich glaube, ich bin da schon sehr reflektiert und ich glaube nicht, dass ich diese Schuldzuweisung so genährt habe. Und es gab also im Freundeskreis jetzt nicht das Gefühl, oder auch wenn die Schwestern übernehmen oder Bonuspapa übernimmt, dann waren wir eigentlich ehrlich gesagt immer ein gutes Team mit Verständnis. Und was auch hilft aus meiner Sicht, ist, sich in die Lage des anderen rein zu versetzen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt die Person wäre, die sich nicht so viel kümmert und ich übernehme, was sind dann meine Sorgen, meine Ängste und meine Wünsche auch? Und wenn ich mich da reinversetze, kann ich, glaube ich, auch
von der anderen Seite dann so agieren, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich jetzt die Person wäre, die übernimmt. Liebe Dia-Eltern, bitte prägt euch die Handlungsschritte für Pen, Pumpe, Fernbedienung, Smartphone etc. genau ein. Sonst gibt es, ich spreche aus eigener Erfahrung, ein echtes Chaos beim Manövrieren und Erklären am Telefon, wenn ihr eure Vertretung blind durchs Menü führen sollt. Übt zu Hause die Unterstützung per Ferndiagnose. Das Kind oder der Partner hat zum Beispiel die Fernbedienung der Pumpe, die Pumpe selbst oder das Smartphone zur Bedienung in der Hand. Ihr ruft aus einem anderen Zimmer an und manövriert euer Kind oder den Partner aus dem Gedächtnis durch das Menü, zum Beispiel für die Einstellung einer temporären Basalrate, für ein einfaches Spritzen, die Prüfung von Daten, eine Sensorkalibrierung im Handy oder gar den Wechsel der Basalrate. Unsere Tochter hat neulich sogar ihre Pumpe alleine entlüftet anhand meiner Anweisungen per Telefon. Dafür ist es aber zwingend notwendig, dass ich die notwendigen Schritte aus dem Gedächtnis abrufen kann und ohne das Gerät in meiner Hand am Telefon die notwendigen Schritte weitergeben kann. Wie oft Taste X drücken, dann 3 nach unten, lange halten, bis zu den 3 Pieptönen, dann linke Taste, rechte Taste und in der Mitte bestätigen. Anfangs habe ich geflucht, weil ich die einzelnen Tastenkombinationen ohne Nachdenken im jeweiligen Gerät eingeben konnte, aber dieses Wissen nicht bewusst abrufen konnte, um es weiterzugeben. Alle einzugebenden Schritte und Aktionen erfolgten routiniert und quasi instinktiv, waren aber nicht bewusst für den Fall einer notwendigen Anleitung von Dritten in meinem Gehirn abgespeichert. Übung macht in diesem Fall den Meister. Und nun bin ich dankbar, dass ich oftmals schon per Telefon aus der Ferne steuern und agieren kann und nicht jedes Mal anreisen brauche. Das ist mir echt auf die Füße gefallen. Ich habe gedacht, das ist ja alles easy, ich kann das zu Hause, dann kann ich das auch einfach so per Telefon. Aber es ist so schwierig, dann plötzlich, dann weiß man, die andere Person hat dieses Ding jetzt vor der Hand, an der Hand. Und meine Tochter ist vielleicht, da war sie auch noch zu klein, um das selbst zu machen. Und ich muss dann sagen, okay, jetzt nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, 3-mal drücken. Und man glaubt gar nicht, wie viel man da instinktiv auch macht und gar nicht mehr nachdenkt, wenn man das Gerät in der Hand hat. Und deshalb fand ich das ganz, ganz wichtig, das echt zu üben. Zu üben, das nicht in der Hand zu haben und sich das einfach nur vorzustellen und die andere Person manövriert dann. Das ist echt eine Hilfe, wenn man das aus dem FF quasi kann, aber auch nicht nur instinktiv aus dem FF kann, sondern das auch einer anderen Person erklären kann. Wie hast du das denn bewusst geübt? Du hast ja beschrieben, vielleicht in einem anderen Raum, aber wie genau hast du das geübt? Also ich bin erstmal auch wirklich gegen die Wand gefahren, weil ich natürlich davon überzeugt war, ach, das ist ja nicht so schwierig, das kann ich eh. Und das war dann mit einer Freundin, also wo sie bei einer Freundin war, mit der Mutter oder auch mit meinen anderen größeren Töchtern. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich saß da in dem Kino, in diesem Vorraum und musste jetzt wirklich mit meiner großen Tochter am Telefon schauen, wie ich irgendwas hinbekomme, irgendeinen Menüschritt hinbekomme. Und ich habe da gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass ich das jetzt nicht abrufen kann. Also ich glaube, erstmal war da wirklich diese Erkenntnis, es funktioniert nicht und so schlau bin ich dann nun doch nicht. Und dann, als ich wieder zu Hause war, habe ich es mir wirklich angeguckt und eingeprägt. Ich habe das immer wieder gemacht und habe gedacht, okay, wenn ich das jetzt jemandem erklären würde, müsste ich sagen, 3-mal nach unten, 3-mal nach rechts. Da hatten wir noch die Akku-Check-Kombo, die ja auch noch nicht ganz so intuitiv ist wie jetzt die T-Slim zum Beispiel. Und dann musste ich wirklich sagen, okay, jetzt, wenn ich das jemandem erklären würde, würde ich sagen müssen, 3-mal nach unten, 2-mal nach rechts, links und so weiter. Und habe das dann wirklich mit mir selbst geübt. Im Stillen, auch nachts, wenn ich dann ständig auf war, habe ich immer wieder gedacht, okay, wenn diese Situation jetzt in der Fremde passieren würde, also mit Fremdbetreuung, dann müsste ich jetzt das sagen und das sagen und das sagen. Und so habe ich mir das dann peu à peu eingeprägt selbst. Und dann hat es auch wirklich funktioniert. Aber man muss sich erstmal bewusst werden, dass man es eben nicht kann. Und deshalb muss man vielleicht erstmal einmal auf die Schnauze fallen, bevor es dann vielleicht hinterher auch funktioniert, wenn man es ein bisschen geübt hat. Und damit ihr nicht auf die Schnauze fallt, habe ich es ins Buch geschrieben, damit es nicht gar nicht erst passiert, dass man das eben dann nicht abrufen kann. Eine Situation, wo du das ja von Weitem, sage ich mal, vielleicht abrufen müsstest, ist ja, wenn deine Kinder oder deine Tochter bei ihrem Papa ist und du auch mal Zeit für dich hast.
Möchtest du vielleicht das Thema Patchwork uns noch vorlesen, das Kapitel? Ja, Zum Abschluss? Das kann ich machen, genau. Ja, dadurch, dass ja Patchwork ein doch häufiges Thema inzwischen ist, bin ich eigentlich ganz froh, dass wir auch im Patchwork leben und ich dadurch natürlich auch, was Patchwork angeht, so ein bisschen Erfahrung habe. Und ich habe so ein bisschen versucht, das Kapitel Fremdbetreuung mit dem Thema Patchwork abzuschließen. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Wir leben im Patchwork. Ich bin im Alltag verantwortlich für den Diabetes unserer Tochter, somit am routiniertesten und fange sogar an, ihn intuitiv zu managen, was mich mit einigem Stolz erfüllt nach nunmehr 2,5 Jahren. Inzwischen sind es 3,5. Routine macht nun eben wirklich viel aus beim Typ-1-Diabetes. Dennoch mache ich Fehler im Diabetesmanagement und zwar in der Regel jeden einzelnen Tag. Wenn Papa oder Bonuspapa übernehmen, ist das nicht anders. Und natürlich komme ich hin und wieder ins Schwitzen, denn so einiges läuft auch dann nicht perfekt. Ihnen fehlt die tägliche Übung, ich bin nicht direkt am Drücker und auch die ganzen Abläufe und Mahlzeiten kenne ich nicht ohne Glaskugel. Aber Sie wollen es gut machen und strengen sich unglaublich an für die Kleine. Auch wenn Sie vergessen, mir von der Turbo-Aktion zu berichten und davon, dass Sie doppelt so lange Skilaufen waren als geplant, es doch Pommes anstatt Reis gab und der Berliner am Nachmittag in den Notizen komplett unterschlagen wurde. Wichtig ist dabei doch, Sie kommen prinzipiell klar mit dem Diabetes, haben dabei trotz aller Ernsthaftigkeit noch Spaß und ich darf die Verantwortung zeitweilig abgeben, wenn einer der beiden sich kümmert. Ich darf in der Zeit endlich einmal an etwas anderes denken und auftanken. Denn wie in der Schule auch, es besteht in der Regel keine Lebensgefahr. Und dieses Abgeben ist ein anderes, als das Kind 2 Stunden woanders spielen zu lassen. Und auch ein anderes, als während der Schulzeit dennoch die Hauptverantwortliche zu bleiben. Dadurch, dass die beiden natürlich auch in alle Vorgänge und Eventualitäten eingeweiht sind, fühlt es sich besonders und ganzheitlich an. Wenn man es nur schafft, seinen eigenen Anspruch an Perfektion einmal kurzzeitig beiseite zu legen. Wenn etwas ist, werden Sie oder der Alarm sich melden. Dann hilft konstruktive Transparenz ohne Ego und gemeinsam deichseln wir die Situation in der Regel. Sich regelmäßig diese Entspannung bewusst zu erlauben, als engste Bezugsperson das Leben zuzulassen und sich nicht vom Diabetesmanagement einer einzuhaltenden Time in Range oder dem »Es wäre aber eigentlich besser, wenn wir« Gedanken treiben zu lassen, zeigt auch unseren Kindern, dass wir den Diabetes loslassen können. Es gibt im Leben noch andere Prioritäten als ihn. Soll er doch einfach auch mal ein bisschen rumzicken dürfen. Ab und an ist vielleicht eine Checkfrage, ob der Schieberegler im eigenen Leben oder dem der Familie noch an der richtigen Stelle sitzt, angebracht. Wenn wir diesen Schieberegler aktiv managen, lernen auch unsere Kinder damit umzugehen im Sinne einer gesunden Balance für Körper, Geist und Seele. Das können sie sich von uns abschauen und ich möchte alle Dia-Eltern dazu ermuntern, den Kindern diese wichtige Erfahrung immer wieder zu ermöglichen, damit sie sie in ihr Leben zu integrieren lernen. Neulich war ich ein ganzes Wochenende in Bordeaux. Riesenherausforderung. Ich habe versucht, alles gut durchdacht vorzubereiten und damit frühzeitig begonnen. Also kein Insulinwechsel und kein Sensorwechsel während meiner Abwesenheit, nur Katheter. Basalraten frisch justiert und so weiter. Und ich war 24/7 in Rufbereitschaft. Zudem betrachtete ich die Blutzuckerkurve während meiner Abwesenheit natürlich trotzdem immer mal wieder. Und wir hatten eine gemeinsame Notiz, wo die wichtigsten Aktivitäten und Mahlzeiten sowie das Diabetesmanagement stichwortartig festgehalten wurde. So konnte ich kommentieren, Tipps geben und wir konnten uns indirekt und auch zeitversetzt austauschen bei Punkten, die nicht akut waren. Dadurch war ich flexibler und konnte dennoch die Sicherheit im Umgang mit dem Typ-1-Diabetes zu Hause stärken. Diese Zeiten, ob eine Stunde, ein Nachmittag, ein Abend oder sogar noch mehr, tun so gut, wenn sie gewissenhaft vorbereitet werden. Und das trotz der theoretischen Erreichbarkeit. Letztere ist auf unserer Seite ja doch auch irgendwie beruhigend, wenn sie unsicher sind und es brenzlig wird. Und aus meiner Sicht lohnt sich dieser Aufwand und auch die Überwindung loszulassen und anstatt Perfektion temporär einfach einmal kontrolliertes Laufen lassen zu betreiben. Aber wozu? Für eine nicht zu unterschätzende Verantwortung gegenüber uns selbst, für eine sicherlich im Diabetesalltag zu kurz kommende Selbstfürsorge, denn nur mit vollen Batterien können wir diesen turbulenten Alltag im Sinne unserer Familie meistern. Am Ende können wir unseren Typ-1-Diabeteshelden am besten ein unbeschwertes und fröhliches Leben ermöglichen,
wenn uns selbst die Leichtigkeit im Leben nicht verloren geht und wir nicht ständig am energetischen Limit kratzen. Ich danke dir, liebe Maren. Gerne. Das ist, finde ich, ein sehr tiefes und auch inspirierendes Ende dieses Kapitels und tatsächlich für heute auch unseres kleinen Gesprächs. Ich bin dir wirklich dankbar für deine Zeit. Ich finde, dass das Buch gerade für ja auch frisch diagnostizierte Diabetes-Eltern, sage ich mal, aber ebenso auch für Eltern, die vielleicht sich doch noch mal finden wollen, vielleicht auch diese Fremdbetreuung mal nutzen wollen, weil es vorher vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen an Mut gefehlt hat. Danke ich dir, dass du heute dir auch Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen, beziehungsweise mit mir. Und ich freue mich, dass unsere Zuhörer und Zuschauer ganz viel hoffentlich daraus mitnehmen können. Ja, ich danke, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich das mal vorstellen durfte. Und ja, ich hoffe eben auch, und ich bekomme auch Feedback von frisch diagnostizierten Familien, wo die sich bei mir melden, dann sagen, Mensch, es hat mir geholfen, ich bin nicht alleine und es ist schwierig, in den Alltag zu finden. Danke, dass du uns deinen Weg gezeigt hast und auch das Buch zum Teil einfach mal weiterzugeben. Wenn das mit der Fremdbetreuung nicht klappt, einfach zu sagen, Mensch, ich gebe das Kapitel mal weiter. Das kann sich meine Mutter, meine Tante, meine Schwester, wer auch immer, auch vielleicht mal durchlesen und darüber auch vielleicht eine Sicherheit bekommen, dass auch sie nicht alleine sind bei der Fremdbetreuung, sondern dass es wirklich auch vielen so geht und man gemeinsam aber einen Weg finden kann, wie das gut wird für alle. Sehr schön gesagt. Danke dir. Dann, liebe Maren, dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag und danke. Ich freue mich, dass dann bald ganz viele Menschen sich unser Video zusammen anschauen. Dankeschön. Ich freue mich, wie gesagt, dass ich da sein durfte und wünsche auch dir noch einen ganz wundervollen Tag. Dankeschön. Möchtest du noch einmal das Buch vielleicht zeigen? Ja, gerne. Also das ist das Buch und ich bin auch als Diabetesblümchen auf Instagram aktiv und kriege da eigentlich auch fast täglich Anfragen von Eltern, Müttern, Vätern, wem auch immer, die vielleicht was im Alltag nicht wissen oder ganz frisch diagnostiziert sind, noch total unsicher. Und wenn sowas ist, wenn ihr eine Frage habt, einen Tipp braucht, einen Rat, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren und ich schaue, dass ich mich dann bei euch melde und euch helfen kann. Dann auch an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Es gibt viele Wege, um sich Hilfe zu suchen und Hilfe zu nehmen. Das können so wunderbare Bücher sein wie von der Maren, aber natürlich auch euer Diabetologen, eure Diabetologin, Diabetesberater, Diabetesberaterin oder vielleicht auch die Selbsthilfe mit der DDHM. Bis dahin, alles Gute! Tschüss! Tschüss!